Hallo, ihr Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Tag hier im Event. Und möchte, bevor wir hier in diesen Kompass hüpfen, der uns Festung Fortuna steht dran, zur Festung Fortuna reisen, noch ganz kurz auf etwas hinweisen, was ich gestern komplett übersehen habe. Und zwar, dass hier unten im Turm sich noch ein Roulette befindet, das man alle 6 Stunden drehen kann, ganz wichtig. Denn ich hatte ja schon irgendwie angedeutet, es gibt doch bestimmt irgendwo ein Roulette. Und hier im Turm steckt es drin. Ich hatte es gar nicht nochmal angeklickt. Ich habe es erst gefunden, als ich gedacht habe, oh, ich guck mal, ob man hier noch irgendwas mitnehmen kann. Und dann bin ich natürlich auch so über den Turm gefahren und denke, oh, der ist grün, er hat ein Fenster. Oh, könnte man vielleicht mal anklicken. Ja, und sonst habe ich aber nichts Besonderes gefunden, was man noch irgendwie benutzen könnte. Und deswegen hüpfen wir jetzt hier in die Geschichte, denn das wird eine kleine Geschichte sein wir gucken nochmal, wo sind wir denn da? Erfahre im Piratenhafen mehr über die Geschichte der Festung Fortuna. Und das geht natürlich nur, wenn wir auch dort sind. Die Geschichte über Paloma drehte sich um ihren Adel und ihre einzigartige Abenteuerlust. Ich fragte mich, ob die Geschichten über ihren Bootsmann Diego anders waren. Oh, das sind wir. Wir sind jetzt... Ist das Diego? Hier in einer hübschen... Okay, es ist nicht... Doch, es ist groß. Es geht hier hinten noch hoch. Okay, ich wollte gerade sagen, es ist nicht so groß, aber doch... Doch, es geht da noch hoch und es ist südlich. Was haben wir denn da? Das ist einfach nur Deko? Palmblätter, das ist unser Schlitten in Anführungsstrichen. Hier liegt eine Muschel. Jetzt gucken wir erstmal, was wir machen müssen. Finde Mary Blood in der Festung Fortuna. Oh, gleich hier unten. Ja, dann buddeln wir uns doch auch gleich mal hier in diese Richtung. Hier liegt ein riesig großer Baumstamm, der so sagt, nö, hier geht's erstmal nicht durch, den kann man auch gar nicht abbauen. Wir haben hier rechts auch noch was wir suchen müssen. Schätze im Stein. Bitte führe alle Punkte dieser Aufgabe. Finde und untersuche alle geheimnisvollen Steine. 7 Stück und wir bekommen dann ein Geschenk. Sieht man hier schon einen von diesen Steinen? Nö. Noch nicht. Und wir haben natürlich wieder Prozente. 20% gibt es Leckereien und Steine. Bei 50% gibt es auch Energiefood und hier so Mechanismen. Bei 70% bekommt man ein Kätzchen mit Piratenhut oder Kapitänshut. Und bei 100% ein weiteres Roulette. Aha, okay. Wer es braucht. Gut, dann gucken wir doch erstmal hier in die Ecke und schauen mal, ob wir da eine Festung vorfinden. Ich hau halt mit meinem Schwert drauf. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Im Schwert auf... Oder Degen... auf die Bäume und Sträucher zu klopfen. Diego bemerkte einen feuerroten Haarschopf und ging schneller. Mary Blood wartete bereits ungeduldig auf ihn. In den Händen hatte sie eine abgewetzte Karte. Schick, schick. Mary Blood, ich hätte nie gedacht, dass unsere Wege sich so bald wieder kreuzen würden. Ach, Diego, du bist immer noch der beste Bootsmann in diesem Höllenloch. Ach, herrje, dieses Kompliment habe ich bestimmt nicht grundlos bekommen, oder? Was weißt du denn über den Goldgräber-Kompass? Abgesehen davon, dass er eine große Legende ist, nichts, glaube ich. Er ist keine Legende, Diego. Schau dir diese Karten an. Ach, wenn das eine Einladung zu einem Abenteuer mit dir ist, dann bin ich dabei. Ach, nicht so schnell. Ich habe ein Schiff, ich habe eine Karte, aber ich habe keine zuverlässige Besatzung. Hilf mir, den Rest der Besatzung zu versammeln und dann gehört ein Teil der Beute dir. Okay, Besatzung.
Finde und zähle alle Besatzungsmitglieder auf Mary Bloods Schiff in der Festung Fortuna. Das heißt, die müssen wir dann wieder da so hinstellen, ne? Man muss sie immer in einen Bereich stellen und dann kann man da anklicken und fertig. Own oder abschließen. Finde alle Besatzungsmitglieder, bevor du in See stichst. 3 Stück müssen wir finden. Nett ist, dass hier so Muscheln sind und Fässer, die wir auch bei uns im Hafen finden können, wenn... um hier unsere Goodies einzusammeln. Kriegen wir einen Hinweis, wo wir suchen müssen nach diesen Personen? Nee, wir kriegen nur einen Hinweis, wo wir sie hinbringen müssen. Wahrscheinlich auch dann hier vorne irgendwo hin. Sehen wir dann, wenn wir mindestens einen gefunden haben. Oh, dann mache ich mich mal auf die Suche und decke hier mal den... Na, Dschungel ist es eigentlich nicht. Die Insel auf. Es sieht aus wie eine Südseeinsel. Das hat sich aber jetzt schön flott vor uns ausgebreitet. Ich hoffe, das kommt öfter so. Und die Papageien lassen Erfahrung sammeln, Sammelzeugs, Ressourcen und Buffut, das ist schön. Oh, das sieht doch sehr so aus, als müssten wir hier eine Brücke reparieren. Zerstörte Brücke, repariere sie, um zur anderen Seite zu gelangen. Oh, nur mit Energie. Ich dachte jetzt schon, wir müssen 45? Tatsächlich, 45. Ich habe schon gedacht, wir müssen jetzt vielleicht wieder Ressourcen anbringen, aber es geht einfach nur mit Energie. Kanonier Billy Jones! Scharfer Billy Jones. Der Farbe deiner Haare zufolge bist du Mary Blood. Und dein Begleiter ist Diego. Dein Ruhm eilt dir voraus. Na dann bist du sicher gewillt, dich uns anzuschließen. Glaub mir, meine Sternstunde liegt noch vor mir. Es wird viel über mich geschrieben. Wir suchen eine Besatzung für die Reise. Willst du deinen Namen neben unserem schreiben? Nur wenn dein Angebot laut klimpert und viel wiegt. Ja, natürlich. Ohne Knete keine Fete. Und nur wenn du beweist, dass du mit einer Kanone umgehen kannst. Ach, müssen wir jetzt für die 3 wieder irgendwelche Aufgaben erledigen? Ach, das klingt ja fast wie eine Beleidigung. Siehst du mein Schießtrainingsschiff? Zerstöre es in 3 Runden und dann bist du dabei. So sieht's aus. Dieses Trainingsschiff. Oh, und hier hinten ist ein Krake, der gerne Fisch haben möchte. Da müssten wir dann mal Fisch herbringen bei Gelegenheit. Okay, was müssen wir denn machen mit diesem Dingenskirchens? Wir müssen Kanonenkugeln. 8 Kanonenkugeln? Pro Schuss? Sieht mir gerade so aus, oder? Sind die 8 dann... Ja, die sind jetzt wahrscheinlich hier irgendwo im Wäldchen verteilt, ne? Dann müssen wir hier mal noch ein bisschen weiter abholzen. Ach, ich sehe ja, da sind ja sogar schon welche. Auch beim Kraken sind welche. Mal gucken, wie viele da drin sind. Weil die sind rot. Ah, die werden von dem Kraken bewacht. Deswegen müssen wir, dann müssen wir die Fische doch gleich holen. Gucken wir mal, wie viele in einem Paket drin sind. 2, ne? 2? Ja, 2. Also das heißt, wir müssen 4 so Päckchen finden. Und Fisch bringen, sonst gibt uns der Krake überhaupt gar nichts. Mal gucken, ob es noch mehr so Kraken gibt. Wobei, ich glaube, nur im Wasser wacht der Krake. Wir schauen mal erstmal noch ein Stück weiter landeinwärts. Da habe ich mich wohl zu viel gefreut mit nur ein Krake. Wir brauchen tatsächlich, müssen tatsächlich 2 Kraken bestechen. Okay. Aber dann fehlt uns trotzdem noch ein Kugelhäufchen. Da sehe ich aber auch schon, dass der Bach schon wieder hier eine Begrenzung ist. Mal gucken, ob wir unser 4. Kugelhäufchen noch finden. Und dann müssen wir eh erstmal nach Hause und Fisch holen. Ja, guck mal, hier oben ist wieder ein Häufchen. Aber es müssten ja noch mehr sein, wenn wir 3 Schüsse abgeben müssen. Dann ist vielleicht hier hinten auch noch alles voll. Aber für den ersten Schuss fahren wir tatsächlich mal nach Hause. Wir nehmen hier noch ein paar Sachen mit. Es ist hier so
verwuchert, dass man gar nicht alles richtig sieht. Die Sachen müssen wir noch da liegen lassen. Ah, wir machen natürlich unser Schiffchen voll. Denn wir brauchen jetzt erstmal ordentlich Fisch. Und den gehen wir jetzt zu Hause holen. So, wir laden ab. Lager wird ja Gott sei Dank wieder geteilt. Und schauen mal drüben nach dem Rechten. Wahrscheinlich brauchen wir auch 50. Nein, 40, Gott sei Dank nur. 40, um hier, wir brauchen da auch immer extra, neben den Fischen auch immer extra Energie, damit es überhaupt klappt. Und ich denke mal, das ist hier auch nötig. Oh ja. Da trollt sich der Krake. Und wir können sie mitnehmen. Und dann futtern wir uns hier gleich nochmal 40 an. Und beglücken diese auch. Die verknuselt sich dann auch ins Meer. Sammelzeug fliegt raus. Ein bisschen Baffut, Gold, Geld. Und auch da haben wir dann unsere Kugeln. Bin ich gespannt, ob wir tatsächlich dreimal schießen müssen oder ob wir nochmal Kanonenkugeln finden müssen. Wir laden mal. So, unsere Kanone ist geladen und wir sollen jetzt dieses Schiffchen hier treffen. Auf was zielst du? Bord, Deck. Ja, komm, wir zielen mal aufs Deck. Ah, ich glaube, Deck ist nicht so gut, da kommt man nicht so ran wegen... Was? Verfehlt, worauf zielst du? Ich mache auf... Was, meine Nase? Ich schieße irgendwo hin. Ich glaube, das war es auch nicht. Ja gut, dann zielen wir jetzt auf den Masten. Das morsche Piratenschiff wurde in Stücke gerissen. Wir haben dreimal geschossen und nur einmal getroffen, aber ich glaube, vielleicht ist er doch zufrieden. Verblüfft von den Schüssen und den Freudenschreien des Schützen, grinste Diego selbstgefällig und zwinkerte Mary zu. Oder wir haben tatsächlich die richtige Auswahl getroffen. Meistens bricht es ja ab und man muss von vorne anfangen, wenn man falsch gewählt hat. Beim Donner! Dieses Schiff hat schon hunderten von Schüssen standgehalten. Ich bin beeindruckt. Wir warten an Deck auf dich, scharfer Billy. Ich bring mein bestes Schießpulver mit. Okay, dann haben wir den ersten schon. Das ist schön. Ja, und jetzt müssen wir den nächsten finden. Wahrscheinlich irgendwo hier hinten durch und dann gibt es wieder ein Brückchen, könnte ich mir vorstellen. Deswegen bereinigen wir einfach mal. Weiter. Ich glaube, wir kommen hier sowieso gar nicht rüber. Das sieht sehr zu aus. Aber hier hinten gibt es noch Durchgänge. Da kann ich mir hier eigentlich die Energie sparen. Guck mal hier. Stumpf ist im Weg. Da brauchen wir wieder reine Energie. Check mal, die führen zu den nächsten beiden. Oh, ein Feuer. Oh, wir haben gar nicht die Quest gelesen, die eine, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, es gibt ja eh keine Quests. Finde den Arzt in der Festung. Okay. Da hat es bestimmt auch gegeben, nachdem ich hier geklickt habe. Finde ihn. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber ja, wenn wir hier natürlich das Gebiet öffnen, dann kommt dann schon das nächste. Wir sollen einen Arzt finden. Aber da jetzt die Story ja nicht mehr so fett ist, sondern immer nur, wenn man was abgibt... Okay, der ist hier oben. Dann machen wir doch erstmal hier. Also das ist wohl wichtig. Das ist wohl dann dieses Gebiet. Dann machen wir doch erstmal hier unten, oder? Dann machen wir erstmal hier auf. Und kriegen noch eine Aufgabe. Nächste. Oh, der sieht aber schick aus. Oh, da gibt's die Katze. Kumpel, kannst du uns sagen, wie wir den hiesigen Steuermann finden? Nun, ihr habt ihn bereits gefunden. Seeteufel Oliver, stets zu euren Diensten. Du wurdest mir anders beschrieben. Och, ich habe mich ein bisschen verändert, wie du siehst. Nun, nach einem gefährlichen Abenteuer. Ja, wahrscheinlich ein Bein weniger, oder? Er hat ein Holzbein und einen Hakenarm. Ich glaube, er ist da etwas verlustig geworden. Na, wie gut kennst du die Karibik? So gut wie den Handrücken meiner verlorenen Hand. Nun, wir haben einen Vorschlag für dich, Oliver. Wir brauchen einen guten Steuermann und man sagt, dass du der Beste bist.
Das stimmt. Ich bin zu allem bereit, Leute. Jedoch hat er bestimmt erst eine Aufgabe für uns. Helft mir nur erst, meine Sachen für unterwegs zu holen. Okay, was braucht er denn? Finde die Seemannssachen in der Festung Fortuna und gib sie dem Steuermann zurück. Okay, also zum Beispiel das hier. Aber der will bestimmt nicht nur eins, oder? Doch, aber der hat doch bestimmt noch andere Probleme. Und guck mal, hier sind... Nein, doch nicht. Ich dachte schon, das sind vielleicht unsere Obstbäume, die wir brauchen. Unsere Zitronenbäume, aber dazu wären sie zu orange gestimmt. Denn wir haben ja hier auch noch Aufgaben. Sammle reife Zitronen in der Festung Fortuna. Also das müsste schon hier sein, vielleicht da oben. Und finde das Federtor auf der Papageieninsel. Das heißt, wir sind nämlich jetzt gerade in der Festung. Es gibt noch eine Insel. Ja, natürlich, weil wir stechen ja auch irgendwann in See. Sonst müssten wir hier ja gar nichts vorbereiten. Das stimmt. Der hat ein cooles Haus. Wenn wir da reingucken, gibt es wieder ein Roulette. Am besten ist natürlich immer, wenn man das Food kriegt. Da ist man natürlich scharf drauf und das ist immer eigentlich auch ganz relativ froh. Und da guckt mal, haben wir schon einen Käsekuchen mehr. Sehr gut, damit haben wir schon zwei Roulettes hier. Die Katze macht nichts, außer süß aussehen. Könnten wir die vielleicht mitnehmen? Nee, bestimmt nicht, weil die gibt es ja als Belohnung. Das werfen sie einem nicht in den Rachen. Mal gucken, ob man hier irgendwo noch was abstauben kann. Als Deko? Die Dinger fände ich ja auch nett als Deko. Aber nein. Alles fest. Alles fest. Nicht für uns. Da so ein Kieshaufen fände ich ja auch ganz nett. Aber nein. Da haben wir auch noch nicht reingeguckt, ob es da noch was... Ah, das heißt, wir werden auch noch Patronen brauchen. Dann können wir die bei Gelegenheit vielleicht dann schon herbringen. Gut, dann gucken wir mal, wie das hier ist. Da haben wir noch gar keins gefunden, ne? So, wie viele braucht er denn von den Dingern? Steht gar nicht da. Sehen wir das, wenn wir... Ah, wenn wir ihn anklicken. 12 Stück braucht er. 3 haben wir gefunden. Also fehlen uns noch... 3 so Haufen. Ja, die sind wahrscheinlich hier um sein Haus rum verteilt. Dann gehen wir mal suchen. Natürlich sind die Sachen in alle Himmelsrichtungen verstreut. Wie soll es auch anders sein? Okay. Da haben wir ein Päckchen. Da oben. Und da hinten. Schön umsäumt von diesen Krebsfruchtbäumen. Eigentlich ganz hübsch. Das einsammeln, nichts vergessen. Und dann können wir ihm seine Seemannssachen geben. Das war, als wüsste Oliver nicht, wo seine Sachen waren. Er bat mich außerdem mehrfach darum, nicht in der Taverne danach zu suchen. Äußerst rätselhafter Steuermann. Ist das die Taverne? Karamba! Denn hier gibt es leckere Sachen. Vielleicht will er die für sich behalten. Ja, schön. Dann haben wir schon 2. Was wir noch gar nicht gefunden haben, sind diese Dinger. Aber da müsste ich wahrscheinlich... Warte mal. Wenn man so weiß... Ah, da hinten hat es eins. Guck mal, da. Da müssen wir 465 wegmachen. Und wenn wir Pech haben, müssen wir den 45er auch noch wegmachen. Das kann gut sein. Wir gucken mal, was da drin ist. Oh nein, es geht. Oh, ein geheimnisvoller Stein. Erfahrung, Futter, Sammelzeugs, Geld und Gold. Oh, Patronen, das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir da auch schon ein paar Patronen und müssen gar nicht, vielleicht gar nicht so viele herstellen. Okay, dann geht es als nächstes hier hinauf in dieses Areal. Mal gucken, ob wir da gut durchkommen. Man merkt schon, dass es schon wieder ein bisschen anspruchsvoller ist hier mit den Energie, mit der Energie, die man aufwenden muss.
um weiterzukommen. Oha, da stellt sich uns jemand in den Weg. Guckt mal. 50 Muteinheiten. Nur noch ein Zehner, ja. Hinfort, wir müssen da durch. Jetzt zieht er ab. Habt sie mich schlecht getroffen, darum hat es ewig gedauert. Aber schlussendlich haben wir es dann doch geschafft. Und jetzt stehen wir am Fuß der Treppe. Ja, und können mal gucken. Was? Hä? Ich habe gerade gedacht, ich habe alles. 25? Eins! Fehlt eins! Gemein. Irgendwie hatte ich gerade noch gedacht, ja, reicht ja, passt ja. Und auf der Treppe wächst jetzt auch noch Gras. Ja, gibt's denn sowas? Jetzt, wo wir neugierig sind, wo wir hinkommen. Oh, noch mal einer. Hat er auch 50? Ich glaube, alle 50. Ja, und nachdem der jetzt von dannen geschritten ist, der Stumpf ist im Weg. Da brauchen wir 45. Okay. Und ein lieber Kakadu. Bleib hier! So, und jetzt? Ah, jetzt sind wir ja fast schon oben. Aber da alle guten Dinge drei sind, könnte ich mir vorstellen, dass da nochmal einer steht. Oh, um zum Arzt zu gelangen, musste Diego gegen die Piraten kämpfen, die ihm den Weg versperrten. Offenbar waren die Banditen nicht für einen Spaziergang hergekommen. Arzt, bist du da? Er wohnt auch in so einem hübschen Turm. Mary? Oh, dem Himmel sei Dank! Ich möchte dich einladen, mich auf einer faszinierenden Reise zu begleiten. Oh, das klingt toll, Mary, aber wie du siehst, bin ich in meinem eigenen Krankenhaus gefangen. Haben die Piraten dich dort eingesperrt? Ach, das muss man sich mal vorstellen. Schlimmer als ein Pirat ist nur ein gebildeter Pirat. Einer von ihnen las ein Märchen und dachte, ich könnte einen Stein der Weisen erschaffen. Ich weiß nicht, wie ich ihnen erklären soll, dass ich Arzt bin und kein Alchemist. Also so schlau sind sie also doch nicht. Ich sollte Ihnen lieber eine Lektion erteilen, Arzt. Bleib im Turm. Wir müssen vielleicht ein paar Schüsse abgeben. Das heißt, wir müssen noch mehr jagen. Oh, interessante Bäume. Das heißt, wir müssen jetzt befreien den Arzt. Mit einem Schlüssel. Zwei Schlüsseln. Öffne das Schloss. Ja, das heißt, wir müssen die Schlüssel hier finden. Vielleicht stehen hier ja noch mehr so Räuber, die wir erst verscheuchen müssen. Mal schauen. Eine Feuerstelle? Ich glaube, die ist nur Deko, oder? Oh, da steht jemand. Will denn der Pirat? Wie wirst du mit diesem Pirat fertig? Willst du ihn verjagen oder mit Münzen bestechen? Wie viele Münzen will er denn? Er ist immer noch da. Wie viele Münzen bietest du ihm an? 30.000 oder 50.000? Hm. Na gucken, ob er mit 30 zufrieden wäre. Ne. Der Pirat hat dein Angebot abgelehnt. Versuch es erneut oder verjage ihn. Ach komm, wir verjagen den. Soll's, der hat wahrscheinlich auch nochmal 50. Hä? Bist du dir sicher, dass du ihn verjagen willst? Er könnte Verstärkung rufen. Hm. Er kommt, dann bestechen wir ihn und dann kriegt er halt 50.000.
tun uns auch nicht weh. Gib ihm 50.000 Münzen, um den Schlüssel zu erhalten. Da, komm. Alles Gesockse. Oh, dafür haben wir auch noch Energie zurückgekriegt, statt welche zu zahlen, wenn wir ihn jetzt verscheucht hätten und dann vielleicht sogar noch mehr gekommen wären. Jo, okay, dann haben wir einen. Ich habe hier unten auch schon ein bisschen weiter gebuddelt. Da ist so ein kleines Mäuerchen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sein Kollege vielleicht doch hier hinten ist und nicht da. Hier noch was anderes ist. Wir machen erstmal hier hinten noch ein bisschen frei. Ja, da ist auch der Kollege Nummer 2. Willst du ihn verjagen oder mit Münzen bestechen? Wir bestechen mal wieder. Vielleicht ist er auch mit weniger zufrieden. 30.000? Ne, schüttelt er den Kopf. Will er nicht. Dann, okay. Das heißt, wir haben jetzt 100.000 verbraten für die beiden. Naja, ein Schlüssel für Schlüssel. Das tut man nicht alles. Halt, will ich auch. Ja gut, dann haben wir jetzt 2 Schlüssel. Die stehen aber immer noch da. Verschwinden gar nicht. Und wir können hier unseren Kollegen befreien. Der Arzt hatte die Gemeinheit der Patienten... Was, Patienten? Ach so. Die Piratenpatienten in der Festung satt und stimmte einer Reise freudig zu. Er dachte auch ernsthaft über einen Wohnortwechsel nach. Oh, danke, dass ihr mich gerettet habt. Jetzt schulde ich euch auf jeden Fall etwas. Oh, das ist aber ein schicker Pirat. Sind alles schicke Piraten. Ganz ohne Schuld und Bedingungen, Arzt. Eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit. Diese Reise müsste sehr lukrativ werden. Und lang. Dann helft mir, ganz viele Zitronen für unterwegs einzupacken. Wofür? Ich trinke gerne Tee mit Zitrone. Außerdem kann man so Skorbut vorbeugen. Und die Seefahrt finde ich mit Zitronentee irgendwie entspannter. Ich habe mich schon gefragt, wo die Zitronenbäume sind. Aber die sind dann wahrscheinlich hier in seinem Garten, hinter dem Mäuerchen. Kann ja eigentlich nur noch dort sein. Ich glaube nicht, dass da hinten noch einer steht. Oder da? Ja, vielleicht auch gut verteilt. Das könnte natürlich auch sein. Also gib dem Arzt in der Festung Fortuna reife Zitronen. Leider kriegen wir nur den Arzt angezeigt. Das wollte ich eigentlich nicht. Nee. Ich wollte nicht das anklicken, sondern ich wollte den Herrn hier anklicken. 52! Okay. Das ist dann das, was wir hier bei der Aufgabe machen müssen, ne? Das sind genau die. Ja gut, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht von jedem Baum... Weiß nicht, 25 Stück runterfallen? Ich weiß es nicht, wie viele Bäume hier stehen können. So furchtbar viel Platz ist hier ja nicht. Na, räumen wir erstmal frei, dann sehen wir es. Oh, da ist schon einer, ein ganz kleiner, hutzeliger. 50! Super. Muss ich erstmal auf 50 kommen. Dann sind aber auch 50 auf einem Baum. Ja klar, dann brauchen wir noch 5 Bäume. Und da ist auch schon wieder einer. Guckt mal. Wenn ich dafür jeden 50 brauche, boah. Haben schon 100. Und jetzt müssten hier hinten noch 3 stehen. Und da haben wir unsere restlichen 3 Bäumchen gefunden. Einer hier. Einer da unten. Gucken, dass wir hier ordentlich auf 50 kommen, sonst ärgern wir uns nachher wieder. Hier hinten steht übrigens eine Kiste in den Wölkchen.
Aber da müssen wir hier ein bisschen was Größeres wegmachen. Also eigentlich ist mir der 70er fast lieber als die zwei kleinen da. Aber vielleicht muss man ja sogar alle beide wegmachen. Aber das mache ich dann so mal. Hinten steht noch eine Kanone. Vielleicht müssen wir auch noch hier runterschießen irgendwie. Ich weiß es nicht. Dass wir noch mehr machen müssen, weil eigentlich kommen wir ja von hier unten. Oh doch, da könnten wir ganz hinterlaufen. Das geht bestimmt. Hab ich noch gar nicht getestet. Oh, danke. Du hast alle Hauptaufgaben abgeschlossen. Mit einem unglaublichen Fleiß und einer beispiellosen Ausdauer. Ja, guck mal hier. Haben wir. Ja, aber ich habe doch das Tor noch gar nicht. Ach so, die Punkte sind trotzdem schon voll. Ja. Ja, dadurch, dass wir jetzt die ganzen Zitronen eingesammelt haben. Ja, dann sind wir hier nämlich voll. Wir sind durch. Sehr schön. Dann können wir ja einsammeln. Auch wenn das jetzt nicht direkt damit zu tun hat, aber damit es nicht dauernd jetzt links blinkt, was ich übrigens ziemlich nervig finde. Es ist ja nett, dass man ständig darauf hingewiesen wird. Hallo, du kannst da noch was abholen. Aber dieses Geblinke da dann immer, bis man es abgeholt hat, ist dann schon ein bisschen nervig, finde ich. Wahrscheinlich steht hier hinten auch noch so eine Kiste. Würde mich überhaupt nicht wundern. Jo, und jetzt glücklich. Jetzt hast du deine Zitrönchen. Diego nahm lieber getrocknete Beeren mit auf Reisen. Daher pflückte er zum ersten Mal Zitronen für Teepartys mit der Besatzung, nachdem er dem Drängen des Arztes nachgab. Okay, dann haben wir doch jetzt alle versammelt, oder? Finde und zähle alle Besatzungsmitglieder. Schauen wir mal. Boah, da kommt man gar nicht runter. Na, ah, da brauchen wir noch 30 Energie dafür. Ohne Kraft geht da gar nichts. Zählen! Das Rauschen der Wellen mischte sich mit dem Lärm, der den Kai erfüllte. Marys Besatzung diskutierte aufgeregt und lud die letzten Vorräte aufs Schiff. Und jetzt können wir hier zur Papageieninsel schippern. Reise zur Papageieninsel. Aber das machen wir beim nächsten Mal, ne? Außerdem müssen wir hier noch ein bisschen was freiräumen. Denn eigentlich finde ich es... Kann man das mitnehmen? Interessant. Wir haben hier einige neue Dinge. Ja, okay. Also ich denke mal, hier werde ich ganz bestimmt noch ein bisschen was freiräumen. Schon allein wegen der Kisten. Ja, also wir haben erst... Also ich weiß ja nicht, wie viele hier versteckt sind, aber von diesen Dingern haben wir erst eins gefunden. Und die sind, so wie ich vermute, wahrscheinlich in den Ecken und schön am Rand, dass man auch ordentlich aufräumen muss. Also ähnlich wie der hier. Der stand ja auch direkt hier am Rand. Würde mich nicht wundern, wenn da noch einer ist. Ganz da hinten, ganz bestimmt auch noch. Und dann noch da irgendwo. Die bestimmt. So, was kriegt man da? Ein Spezialgeschenk. Ja, wenn ich Langeweile habe und mit allem durch bin und noch ein bisschen was tun will, dann kann ich die holen. Ich glaube, sonst werde ich mir da jetzt nichts abbrechen. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir hier in See stechen und auf die Papageieninsel fahren.